Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Diesmal machen wir eine Rap-Talk-Folge über PA Sports und Kianush zu dem Album Crossover. Da ist das gute Stück. Zack, Cover. Unboxing gibt es natürlich auch auf meinem Kanal. 13 Tracks, wir gehen jetzt mal so durch. Meine Meinung, was ich von dem Album halte. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Album haltet. Können wir gerne drüber schreiben. Ja, fangen wir gleich mit an. Ich zeige euch mal kurz. Hier kann man schon sehen, die Boxen Crossover habe ich bis jetzt. Safe von Kianush Sola. Und die Box hat nicht mehr ganz auf den Tisch gepackt von mir. Gepasst von mir. PA Sports, keine Träne. Drei Boxen, dazu gibt es auch drei Unboxing-Videos, wer sich die angucken will. Ich zeige euch nochmal die CDs, die ich habe. Safe habe ich noch. Desperados 2. Kianush und PA Sports. Zurück zum Glück, PL Sports, Machtwechsel, PL Sports und das letzte Solo-Album von ihm, Keine Träne von PL Sports. Bam. Digga. Dann gucken wir mal. Ja, Raptor Crossover, Pepperoni war der erste Track, ja, war mir einfach zu kurz. Sonst, ja, geht halt nur darum, dass er sich Millionen Deals hat und dass die Knarre scharf ist. So 44 Sekunden, so mehr ist eigentlich auch nicht zu sagen zu dem Track. Gehen wir direkt rüber zu Track 2. Casino Royale, absoluter Hit. Feier ich übertrieben. Auch die Hook, Digga. Hook Ohrwurm hoch 10. Genau. Bin auf der Jagd, Casino Royale, die Kripo am Arsch, wir sind nicht normal, way way. Wenn der Richter dich fragt, sag niemals meinen Namen, das wiederholt sich dann nochmal. Und ja, dass die Hook ist einfach geisteskrank. Kam auch ein Video dazu raus, kennt ihr bestimmt. Aufgeschrieben habe ich sonst. Hallo Bra, ich komme in deine City ohne Bodyguard, fick alles wie ein Kamehameha. Hab alles da, komm, wir spielen Blackjack, nimm dir 100 Mille Bar aus deinem Cashback, zieh die Get und puste alles weg. Geh jetzt, geb mein Leben für dieses Movement zu fresh. Jeder einzelne Part ist ein Bootleg. Steig ein, bald ist dieser Zug weg. Was das? Jo. Ja, wie gesagt, feiere ich sehr von Hook bis Parts. Geil, auch wie PS Sports erst so mit Autotune anfängt und dann auf einmal voll losbrettert. Finde ich geil. Ja, Cyberpunk ist Track 3. Kam, glaube ich, auch ein Video zu. Weil vom Autotune und so war nicht so meins. Ich habe jetzt grundsätzlich nichts gegen Autotune, wenn es geil klingt, so für mich. Aber das ist nicht so mein Geschmack. Die Parts sind halt geil. Aufgeschrieben habe ich dann noch: Arme standen 3 Jahre Knast im Weg. Polizei kloppt mich in die Hölle mit dem Haftbefehl. Psychologe hat die 2 Drittel abgelehnt. 3 Jahre abgesessen, danach habe ich abgesägt. Digga, was soll man sagen? Endkrasse Line. Dann, ich glaube, mein absoluter Lieblingstrack ist Kriminell. Kam auch ein Video zu, wo das Video kam, habe ich mich so dermaßen aufs Album gefreut. Digga, der Sound ist mal anders, Alter. Ja, was habe ich denn da? Hook für mich einfach Meisterwerk. Einer der stärksten Songs, die dies herausgekommen so bis jetzt. Bin ich aufgeschaut? Warte. Ja, doch. Bin ich kriminell, nur weil ich balle. Hab die Millis, also keine Sorge. Warum kann man diesen Hass in dir sehen, wenn ich ankomme im 8er Coupé, bin frei. Es lebt einfach von der Hook der Song, wie bei Casino Royale auch. Track 5 ist Crossover. Für mich der Track, den ich nicht am schlechtesten fand, ist einfach nicht mein Geschmack. Also höre ich überhaupt nicht. Ist mir zu rocklastig. Nicht mein Ding. Aber. Wo geht's los? Ah, hier.
Aufgeschrieben habe ich dazu trotzdem: Rock'n'Roll auf dem Track, mein Diplom ist im Rap, hole Brot, denn die Show ist ein großes Geschäft. Fliege noch wie ein Jet, der fliege hoch wie ein Jet, du Idiot, geh mal weg, die Kanone macht bep bep bep. Ja, Track 6 ist Streit mit dem Mond, gab es auch ein Video zu. Auch ein geiler Track, muss man sagen. Kommt jetzt für mich nicht an Casino Royale und Kriminell dran, aber auch ein starker Track. Ja, Part stabil. Kianusch, habe ich auch geschrieben. Läuft nicht alles immer. Alles korrekt. Ihr verkauft eure Mütter für eine Rolex. Fand ich geil, die Line. PA. Freitagnacht hört 1000 Singles. Eure Leistung schwach. Ja, Hook ist halt darüber, über reich oder broke, broke. So, da weiß man schon, worum es dann in der Hook geht. Aber kam auch ein Video zu. Ihr kennt den Track wahrscheinlich alle. Track 7 ist Polaroid. In meinem Portemonnaie fand ich dieses Polaroid. Auf dem Tisch lagen Flaschen, Becher, Cola-Joints. 11 Jungs wie im Fußballteam. Jeder wollte rappen auf dem Tupac-Beat. Einer hat drei Kinder, der andere ist im Knast. Einer war ein Trinker und ist dann von uns gegangen. Mancher spielt das Leben, wie es selber will. Auf dem Foto waren wir alle noch im selben Film. Digga, bei dem Track absolutes Gänsehaut-Feeling. Message, echter Rap von der Street, auch mal nicht immer nur Geflexe, Uhren da, Geld da, ich bin der reichste, Auto da, auch mal echter Rap wieder, vermisse ich ein bisschen. Krasser Track, Digga. Wer du bist? Ja, wäre durch die Decke gegangen, wenn das als Video ausgekoppelt wäre. Aber das Thema ist natürlich auch schwierig. Dazu ein Video zu drehen, hat man wahrscheinlich auch extra nicht gemacht. Aber sonst absolut, ja, Digga, den Song kann man einfach nicht haten. So aus meiner Sicht. Oder man ist halt ein Nazi. Ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber nur damit ihr wisst, worum es geht. Wo fängst du an? Ja, Hook ist halt, was denkst du, wer du bist? Heute nennen wir das Kind beim Namen. Du bist ein Rassist. Ich hätte nur eine einzige Frage. Sag mal, schämst du dich nicht? Warum verbreitest du Hass auf der Straße? Ist doch alles nur ein Klick. Und so verstehst du dich hinter den Kommentaren. So versteckst du dich hinter den Kommentaren, meinte ich. Auch geschrieben, ist scheißegal, ob du Deutscher oder Kenneck bist. Nur dein Horizont entscheidet, wie viel Respekt du kriegst. Digga. Einfach wieder. Krasser Track, Digga, kann man nichts anderes sagen. Spiegelbild ist Track 9. Ist, glaube ich, dieser Liebessong. Ist schon nice. Ja, stimmt, ist er. An manchen Tagen hasse ich dich doch. Ich liebe dich. Wird für dich vor eine Kugel springen, weil du meine Familie bist. Die Nachbarn kriegen alles mit. Doch wenn du mich erschießen willst, mir egal, was kommen mag, du bist wie mein Spiegelbild. Aufgeschrieben habe ich vom Part her, es gibt keine perfekte Liebe, du weißt es, es ist nur Illusion, dass man streitet, ist normal und dass man weint, ist auch normal. Und wenn das alles nicht mehr da ist, sind wir beide in Gefahr. Track 10 ist Scarface, Track geht gut nach vorne, feiere ich. Auch was ich an dem Album echt feiere, nix hingeklatscht oder so, ist alles fast stark. Ist so die Richtung, muss man mögen, wie bei Kriminell. Casino Royale und Streit mit dem Mond ist auch halt viel Autotune bei. Dann ist mal Pop dabei, mal Rock. Sehr abwechslungsreich. Auch das Album ist echt ein komplett neuer Sound. Und ist endlich mal nicht immer das gleiche. Feiere ich auf jeden Fall. Hook finde ich sehr musikalisch. Textlich ist jetzt nichts Besonderes, aber feiere ich irgendwie. Ja, Part, wir wiegen unsere Eier nicht mit Rollies oder APs. Wir wollen ficken. Es gibt keine Gespräche in Cafés. Es gibt nur ein paar Kugeln in den Haus, wenn du gerade schläfst. Ja. Digga, habe ich ja gesagt, finde ich ganz gut den Track. Jetzt nicht so richtig krass. So Kriminell, Casino Royale und hier Spiegelbild. Ne, nicht Spiegelbild. Wie hieß er denn? Wer du bist, fand ich krasser. Dann Zeitmaschine ist halt ein Track, da hat man schon auf vielen Alben zu dem Thema was gehört. Kann man immer gut machen, aber hat man halt schon öfter gehört.
Was ich mal fragen wollte, wenn Leute das Album gehört haben, ist da nicht offiziell dran geschrieben, dass er das ist? Aber die Hook, ist das von Mo Phoenix vielleicht? Der ist ja auch bei dem Label. Hört sich so ein bisschen so an, finde ich. Da könnt man in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht wisst. Aufgeschrieben habe ich so viele teure Uhren, doch ich höre Bomben ticken. Ich höre die Stimme immer wieder, ohne Auszeit. Wenn das nicht aufhört, will ich lieber taub sein. Dank Track 12 ist ein krasser Track, ohne Musik, so ein bisschen poppig, sag ich jetzt mal. Aber Message, dass man von der Straße ist, dass man ohne Rap halt im Knast oder sonst wo wäre. Digga, Rap kommt von der Straße, das vergessen auch immer viele. Ja. Und das muss den Leuten mal wieder gesagt werden. Und, ja, also man sollte die Wurzeln von Rap nie vergessen. Kann ich da nur sagen. Ich meine, wer den Weg für die alle geebnet hat, ob es ein Echo ist, ob es ein PA ist, ob es ein Bushido ist, ein Sido, ein Azad, Kool Savas natürlich, Sido, habe ich Sido schon gesagt? Flair, alles Rapper von der Straße. Klar, macht Sido jetzt was anderes, aber erstmal kamen die alle von der Straße und haben, wegen den Leuten könnt ihr jetzt alle, habt ihr es so leicht, nicht leicht, aber leichter als die natürlich früher hatten. Immer Respekt vor den Leuten geben, die euch den Weg geebnet haben. Wo war ich denn jetzt? Ohne Musik wären wir im Bau zu aggressiv, zu wild, zu laut. Renn in der Suite und check nicht aus. Die Knarre liegt verdreckt im Staub, das ist die Hook. Der Part habe ich von dem Block, sehen die Charts. Tür klopft, scheiße Kriminalpolizei droppt rein mit 7 Mann. Tut mir leid, Mom, dein Sohn ist in Gefahr. Bin gegangen, für 3 Jahre gefangen. Als ich rauskam, hatte ich nix in meiner Hand. Diese Welt machte mich verrückt. Die Musik brachte mich zurück. Ja, dazu gibt es auch einen geilen Track, der das auch nochmal ganz gut erzählt. Drei Welten ist auf dem Safe-Album hier drauf. Checkt das unbedingt ab. Ist auch ein geisteskranker Track und da erzählt er das vielleicht so auch so ein bisschen, dass man das versteht. Der ist ja auch erst im Knast, PA und so, hat das vorher besprochen und hat ihm gesagt, wenn du rauskommst, wirst du das erste Signing sein und so weiter. Hat er mal irgendwann im Interview gesagt und so ist es dann auch gekommen. Und jetzt haben die ja schon 2 Desperados-Crossover. Ich glaube, die haben auch schon gesagt, dass noch ein Crossover-Teil kommen wird. Also, Digga, da kommt bestimmt noch einiges auf uns zu. Das Outro, Track 13, ist ein starker Rap-Track einfach. Feierlich. Das fehlte mir so ein bisschen auf dem Album, mir persönlich. Wie vielleicht ein paar andere PA die, und Keanu-Fans auch. Ist halt aus allen Musik, nicht aus allen. Pop ist dabei, Rock ist dabei, Autotune halt viel. Ja, Rap auch. Ist alles so gemixt, das so zu einem eigenen Sound zu kreieren. War schon heftig. Heftiges Album, echt. Aber was ich noch starker rappte. Trink auf ein neues Jahrzehnt. Gib alles für LIP. Ich sehe 100.000 Hypes, aber null Identität. Ja, das ist das Problem. Ja, Rapper haben zwar Hype und alles, aber so in der Person steckt oft nicht mehr so viel drin. Ich meine, jetzt, wenn Leute einen Hit machen oder so, oder ein paar Hits, mal, es läuft mal ein Jahr ganz gut, dann heißt es ja auch nicht, dass du jetzt ein großer Rapper bist. So, Digga, du musst dir eine Legacy mit Alben aufbauen, aus meiner Sicht. So wie PA Sports das hier auch gut mit Jamul aufgebaut hat, echt krass. Also ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblingsalbum so, aber es gefällt mir echt gut. Ein paar Tracks, Criminal und Casino Royale höre ich oft. Spiegelbild finde ich auch ganz nice. Scarface ist krank. Outro ist stark. Wer du bist, finde ich nice. Streit mit dem Mond kann man sich auch ab und zu geben. Ist ein gutes Album geworden. Ich hoffe aber das nächste Mal so mit Abwechslung, dass man dann wieder ein reines Rap-Album kriegt. Ja, das ist so meine Meinung über das Album. Es ist stark, aber ein bisschen der Rap. Vielleicht hätte man so 16, 17 Tracks machen können und einfach noch so ein paar Rap-Tracks mit reinpacken können. Hätte ich gefeiert. Oder so eine kleine EP in der Box. Wäre echt stark geworden.
Ja, mal gucken, was LP als nächstes macht. Jamul Album kam schon, Keanu schon, PA, Collabo. Forty heißt er, dieser Newcomer, den PA gesigned hat. Der droppt auch jetzt irgendwann eine EP, habe ich heute Insta gesehen. Mo Phoenix macht jetzt sein letztes Album für LP und wird Life is Pain verlassen. Wer das noch nicht wusste. Ist jetzt nicht so meine Mucke, deswegen kenne ich mich mit ihm auch nicht so aus. Aber was ich bei PA krass finde, er hat sich ein eigenes Label aufgebaut. Er ist ja jetzt auch nicht ganz oben, jetzt so wie, also dass er jetzt Gold geht und so weiter, verkauft schon stark. Ihr wisst schon, was ich meine. Und aber labeltechnisch hat er da was Krasses aufgebaut. Ein Kianos, der Top 10 geht. Und Top 10 gehen viele nicht mehr. Müsst mal gucken. Play und Zippo oder King Khalil, die sind zum Beispiel nicht Top 10 gegangen. Die mir jetzt so spontan einfallen, Say It nicht. Gibt es bestimmt noch ein paar andere, aber jetzt nur so spontan. Dann Jamul, den er direkt Top 10 gebracht hat mit seinem ersten Album. Digga, der baut da was Krasses auf. Und selbst die Leute, die dann weggehen, wie Mosh und Mo Phoenix, tut jetzt denen sich nicht in den Weg stellen, sondern postet ein Buchfoto, geht alles mit dem Guten auseinander. Jeder geht zu seinem Weg. Er steht auch kein Künstler im Weg. Er will echt Künstlern helfen, verdient natürlich auch was dabei, ist klar. Aber er steht denen auch nicht im Wege, wenn es dann nicht mehr passt. Und ja, ich feiere Pierre Sports und seine Labelarbeit sehr. Seine Mucke auch. Und ich bin gespannt, was in Zukunft von LIP kommt. Eins der stärksten Labels in Deutschland. Unterstützt die Jungs auf jeden Fall. Und das war mein Rap-Talk über PA Sports und Kianosch. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns bald. Peace.